So, Freunde, herzlich willkommen im Baujahr 78. Ihr seht schon, ich fahre jetzt da ziemlich langsam am Bergaffe. Ich bin wieder in Österreich, in Kärnten, und ich zeige euch heute mal einen hammermäßigen Aussichtspunkt. Da wird ihr eine Wahnsinnsübersicht über den ganzen Mühlstädter See habt. Ich fahre jetzt da schon eine ganze Zeit lang bergauf. Ich werde euch unten vielleicht die Koordinaten unter das Video schreiben. Aber das muss ich euch sagen, fängt auch noch so ringer ein bisschen an. Also ich fahre jetzt einmal rauf, und wenn ich dann ganz oben bin, dann, besser gesagt, ja, dann zeige ich euch das nochmal, den Ausblick. Also es ist echt grandios. Kann ich euch was sagen, wenn ihr mal da unten seid, beim Burgstaller oder in Kärnten, das müsst ihr euch anschauen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also ich fahre jetzt einmal rauf und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, jetzt bin ich raufgefahren. Man muss danach noch ungefähr, ja, ein paar Meter muss man schon zu Fuß gehen. Ja, jetzt sind wir herum, da ist also so ein Aussichtsbangerl. Jetzt zeige ich euch dann nochmal die Aussicht, hocken wir jetzt dann her. Jetzt passt auf, dann schwenkt man nochmal von da rum. Ja, Blick über Kärnten, über den Mühlstädter See, schaut euch einmal dieses hammermäßige Panorama an. Geil, oder? Ich bin ganz allein da herum. Du hörst da so gut wie gar nichts. Ab und zu fliegt einmal der Rettungshubschrauber vorbei. Ein Wahnsinn, oder? So, da unten ist der Mühlstädter See. Der kommt jetzt ins Bild. Super Blick von da herum. Da hinten sieht man dann noch der Schnee, der wo auf die Berg rumliegt. Also da müsst ihr unbedingt einmal raufkommen. Wenn ihr da irgendwo in der Nähe seid, müsst ihr euch das anschauen. Wahnsinnspanorama. Ein bisschen diesig wird es jetzt. Gerade hat es auch ein bisschen Grenk gehabt. Aber im Großen und Ganzen hat es echt rentiert. Also mein Auto, musst du Obacht geben, dass der Dabeifahrer nicht ins Auto kotzt. Und da muss man halt den Rest noch zu Fuß gehen. Man kann jetzt noch weiter raufgehen. Da gibt es noch einen besseren Aussichtsplatz. Aber mir reicht das jetzt vollkommen aus. Also wirklich gigantisch. Vor allen Dingen da unten der Blick auf den Mühlstädter See. Jetzt zoomen wir mal ein bisschen rein. Dann wird allerdings das Bild auch schlechter. Aber das ist ein Hammer. Und da bleibe ich jetzt noch herum. Eine halbe Stunde. Frau und das Kind sind aufgeräumt. Absolut starter herum. Ist auch mal schön im Urlaub. Ja. Wollte ich euch bloß einmal gesagt haben, das schöne Platzl. Also ich werde es euch versuchen, damit ich es euch unter dem Video auf jeden Fall verlinke. Solltet ihr einmal da sein, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall auch einmal geben. Wirklich ein Wahnsinn. Ich weiß aber jetzt leider gar nicht, wie hoch dass wir jetzt da herum sind. Aber das kann man ja nachschauen in Google Earth oder so. Also Leute, mit diesem Panorama verabschiede ich mich jetzt. Ich gehe jetzt da runter. Ich habe übrigens wieder meine tollen Schuhe drauf. Aber es sind ja bloß ein paar Meter gewesen. Da, das ist dann noch da, der Weg da rauf. Und bis da vorne packen wir dann ungefähr mein Auto. Man kann jetzt auch noch weitergehen, vielleicht wenn ich mal meine andere Ausrüstung dabei habe, dann werde ich noch ein bisschen weiter nach oben gehen und werde dann wieder ein paar Videos posten. Also Leute, ich wünsche euch was, macht es gut, bis zum nächsten Video.